Meine allerwertesten Zuschauer hier auf dem Kanal und willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Meine lieben Damen und Herren, heute reagieren wir auf Pokémon. Meine allerwertesten Zuschauer hier auf dem Kanal. Und willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Meine lieben Leute von heute, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute reagieren wir auf Pokémon Karmesan oder wie man auch was ausspricht. Auf jeden Fall reagieren wir auf Pokémon Karmesan und auf Pokémon Purpur auf das neue Video oder auf das neue, auf den neuen Trailer von dem Spiel. Weil heute Mittag, ich glaube um 15 Uhr deutscher Zeit, ist ein neuer Trailer von Pokémon Karmesan und Pokémon Purpur erschienen. Und jetzt sieht man auch ganz genau. Und man hat sogar auch den Release-Date erfahren, wann das Spiel rauskommt. Und man sieht es, ich denke mal, man kann es auch jetzt schon erkennen. Und man sieht es unschwer schon. Man sieht es nicht unschwer, man sieht es, man kann es unschwer erkennen, dass es am 18. November rauskommt, das Spiel. Also, ich bin sehr gehypt. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich habe mir den Trailer schon angeguckt. Nicht ganz, nur zur Hälfte so. Und deswegen, also wird dann quasi die zweite Hälfte des Videos wird dann quasi, Blind für mich. Also ich habe mir schon ungefähr die Hälfte des Videos angeguckt, aber die zweite Hälfte, die wird komplett blind für mich sein. Also denke mal, dass ihr euch dann auf jeden Fall auch hier das anschauen könnt, weil ich denke mal, wenn ihr jetzt jemanden anschaut, der das Video schon komplett kennt, dann ist es sehr langweilig. Dann weiß man ja nicht, wie er darauf reagiert. Wird er sagen, ja, schön, gut und das, schnick, schnack, schnuck und das. Aber ich habe trotzdem noch einen kleinen Hype, weil ich bin wirklich mal gespannt, was uns in diesem Trailer erwartet. Oder in diesen, ich glaube, es waren zwei Trailer. Also, ich glaube, die Pokémon Company, ich glaube, die US-Variante und die USA-Version hat, glaube ich, sogar zwei Videos hochgeladen auf YouTube. Aber hier auf der Nintendo Switch gibt es nur ein Video jeweils. Ich freue mich sehr, ich habe wirklich sehr viel Lust und ich würde euch gerne mal vorlesen, was hier schönes drauf steht. Danach reagieren wir direkt auf das Video. Und zwar sehen wir auch hier ganz brandneue Neuigkeiten vom 1.6.2022. Auch meine Fresse. Jetzt musste ich mich natürlich wieder verhusten. Das war ja wieder mal so klar, dass ich mich hier vor der Aufnahme wieder mal verschlucke, verhuste, etc. War ja klar. Auf jeden Fall, Pokémon Kamelan, Pokémon Popo erscheinen am 8. November. Ich freue mich so auf dieses. Ich freue mich auf jeden Fall, ein von diesen beiden Games zu spielen am Release. Ich bin mir noch immer nicht sicher, welches Spiel ich mir nehmen oder holen werde. Ob es Pokémon Karmesan ist oder Pokémon Purpur. Also ich finde die Schrift von Karmesan ein bisschen interessanter. Aber mir gefällt das Pokémon von Purpur besser als von Pokémon Karmesan. Keine Ahnung warum. Also ich finde, also meine Meinung, ich finde dieses elegante, sieht aus wie, Zenlong, kennt ihr dieses Pokémon Zenlong zufällig? Der hat ein bisschen was davon. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie Zenlong. Obwohl er halt noch so große Hörner hat wie ein Ziegenbock, hat der noch so richtige Eiskristalle, so richtige Blitze hat er als Ziegenbockstein oder als Horn, ne? Hat nämlich der Typ hier als Hörner. Ganz schön interessant, da gefällt mir sehr gut, meine Freunde. Und jetzt würde ich sagen, geht's los, wir gucken uns aber eben nochmal die ganze Schrift hier an und ja, das können wir uns alles durchlesen, aber nur bis hierhin, das würde ich sagen. Den Rest ersparen wir uns, weil das nervt nämlich hier dieses. Setze dieses Spiel am besten auf die Wunschliste damit. Das lese ich gar nicht alles vor, weil das möchte ich gar nicht alles vorlesen, weil das ist nämlich alles nur Werbung, Marketing und diesen ganzen Kram da mit ist. Ich möchte nämlich jetzt nur das hier vorlesen und dann bis zu kennenlernen, lesen wir es einfach jetzt durch. Danach starten wir direkt das Video. Ich hoffe, dass wir es auch unter 10 Minuten hier hinbekommen. Wenn es nicht sein soll, dann schaffen wir es halt. Gucken wir einfach mal. Aber ich würde mich freuen, wenn ich das Video jetzt hier so schnell wie möglich auch abgehakt habe. Dass ihr euch auch einfach nicht so lange langweilen müsst. Auf jeden Fall ich drauf. Pokémon Kamisan, Pokémon Popo. Anscheinend am 18. November. Ja, wie gerade schon erwähnt. Macht euch auf die Reise in ein neu entwickeltes Abenteuer, um neue Gesichter und noch nie zuvor gesehene Pokémon kennenzulernen. Jetzt geht's los, meine Freunde. Ich freue mich so. Warum geht's gar nicht los? Hallo? Hallo?
Ich habe keine Ahnung, warum es gerade nicht geklappt hat, warum ich gerade zigmal auf dem Video geklickt habe. Und hat nicht funktioniert. Jetzt bin ich ruhig und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich sehr auf das Wetter und ich bin sehr gehypt. Ich kenne schon die erste Hälfte, aber die zweite Hälfte, die ist komplett blind, wie gerade schon erwähnt. Oh, die Grafik! What the fucking Gott! Okay, was ich noch mal sagen wollte, ist. Wenn das Video abbrechen sollte und nicht gut hier aufgenommen werden kann, dann wird es wieder sowieso sich von Stunden handeln. Ich hoffe, es wird nicht so erst werden, aber es kann sein, dass es sich von Stunden handeln geht, wenn das jetzt hier wieder 5 Jahre dauert, bis das hier lädt. Also, ich werde euch die Datei wieder mal rausschneiden, wie immer. Das mache ich ja gerne für euch. Und notfalls können das Video halt erst ein paar Tage später, dann werde ich das Video halt leider nicht hier im Zimmer aufnehmen können, dann werde ich halt leider erst vielleicht bei irgendwo einer guten Internetverbindung, wo es halt ein bisschen angenehmer ist, das Ganze aufzunehmen, auch da aufzunehmen. Guck mal einfach. Wenn es nicht klappt, dann muss ich ein paar so raufschneiden. Es sieht leider schlecht aus. Ich habe das Gefühl, dass das Video leider bearbeitet werden muss. Dann werde ich jetzt einfach sagen, ja, dann werde ich einfach jetzt das so machen, dass ich das Video schneiden muss oder cutten muss und jetzt mal eben, ja, leider einen Punkt machen muss, indem ich jetzt hier das Video ganz kurz abbreche und der ja, für euch geht es aber ganz normal wie gewohnt weiter. Keine Sorge. Nur für mich wird es einfach Ritzleichtigkeit geben und jetzt geht's dann gleich wieder weiter. Wenn ich vielleicht den Ort das Zimmer wechsle oder vielleicht auch näher an den Router vielleicht auch aufnehmen kann. Vielleicht kann ich dann irgendwo da in der Nähe gucken, ob ich dann da vielleicht doch lieber in der Nähe, wo der Router ist, wo man bessere Internetverbindung hat, besser das Video hier abspielen kann. Das wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich jetzt gleich und ich bin dann gleich wieder für euch da. Also keine Sorge. Danke fürs Einklingen schon mal. So, da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Heute mit der Reaction von Pokémon Kamisan und Purpur, meine lieben Freunde, heute habe ich den Tag erwischt, wo ich endlich die Reaction aufnehmen kann, weil ich nämlich vor ein paar Tagen leider Internetbrüche hatte und deswegen konnte ich dann nicht aufnehmen. Aber jetzt kann ich endlich das Video aufnehmen. Das Video geht nur 3 Minuten lang und danach sage ich nochmal ein richtiges Fazit. Ich bin ein bisschen still, dass ihr euch auch die wunderschöne Kastanie auch anschauen könnt von den wunderschönen Pokémon und Pokémon Kamisan, Pokémon Purpur. Ja, wie auch immer. Trailer, genau, Trailer wollte ich sagen. Und jetzt läuft endlich mal die wunderschöne Cutscene oder den Trailer, ohne dass ich jetzt hier 1000 Mal neu starten muss. Ich habe mich schon gewundert, warum es aber auf einmal jetzt läuft, weil ich genau gemerkt habe, jetzt mittags immer am besten. Aber ich merke ganz ehrlich, wenn ich mittags immer hier aufnehme oder generell immer so ein Video aufnehmen möchte oder halt irgendwas online-mäßiges spielen möchte, dann habe ich immer da habe ich mal das gute Glück, dass ich irgendwie immer gute verschiedene Möglichkeiten habe, auch Online-Spiele zu spielen, ohne dass ich mal abbrechen muss. Also die Grafik sieht wirklich mal wunderschön aus. Jetzt konzentriere ich mich mal auf das Spiel. Also die Grafik ist wirklich wunderschön top. Die Textur sieht schön aus. Die Graswelt auf jeden Fall mal schön gemacht. Es gibt nicht nur ein Gebiet, sondern auch mehrere Gebiete, die man gerade sehen konnte. Hier, man sieht doch, dass hier mehrere Gebiete auf einmal dann auch geben soll. Es gibt einmal die Wüste, das ist eine Landregion hier. Das ist einmal eine Graslandschaft, eine Schneelandschaft und das ist eine Höhlenregion. Auch ganz rechts eine Höhlenregion. Auf der rechten Seite das zweite Bild ist eine Schneeregion. Auf der linken Seite das zweite Bild ist eine Graswelt und auf der linken Seite ganz links ist eine Wüstregion, wunderbar, also sieht auf jeden Fall sehr schön aus, hatte ich nicht mit gerechnet. Also ich bin echt sehr gehypt auf das Spiel, ich freue mich schon wieder. Obwohl mich der erste Trailer noch sehr gehypt hat, ist der auch wieder mal geil gemacht hier. Gefällt mir sehr gut. Und das war ein neues Pokémon, das heißt Herkuli, okay? Alter, wie süß das einfach aussieht, ey. Und die Grafik so wunderschön, ne? Ich kann einfach nochmal nicht glauben, dass das Spiel so schön aussieht. Und für 2022 fand ich es wirklich wunderschön. Es hat ein bisschen was von Pokémon Schild, aber ich finde, die Grafik hat noch ein bisschen besser verbessert.
Also alt von Pokémon Schild und Schwert, wollte ich sagen. Alter, die Grafik wunderschön, ne? Und Astrostar ist auch wieder dabei. Und auch Gengar ist auch dabei. Guck mal. Ich weiß doch die ganzen Namen noch von denen. Und das ist übrigens, wie heißt die nochmal? Dieses Feuervogel-Pokémon. Dieses Flug-Feuer-Pokémon. Ich glaube, Fire oder irgendwie, irgendwas mit S. Aber ich habe jetzt vergessen, wie die überhaupt heißt. Auf jeden Fall so ähnlich. Ach Mensch. Sieht daran, dass ich auch so lange kein Pokémon mehr gespielt habe. Aber die Grafik ist auf jeden Fall geil. Es gibt wieder, habe ich gehört, es gibt auf jeden Fall wieder, wie heißen die, die Räumlichkeit. Trainer, besser Arenen, genau. Die gibt es auch wieder in Pokémon Kamisal und Purpur. Also, da habe ich auch schon mit gerechnet, dass diese auch wieder zurückgeben wird. Weil die gab es ja in Pokémon Sonne und Mond, gab es ja nur die Inselkönigin Arenen, wie die überhaupt heißen. Und ich glaube, in Pokémon Schön Schwert gab es auch Arenen, aber halt nicht so gleiche Arenen. Aber es gibt ja die normalen Arenen. Und das sind übrigens die Legenden-Pokémon, legendären Pokémon. Meine Fresse, jetzt bin ich wieder auf die Punkte gekommen. Ja, die ganz normalen Pokémon, das sind die Haupt-Pokémon. Die Pokémon, die quasi das Spiel benennen. Und zwar heißt das eine Pokémon, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, auf jeden Fall nicht Schild und Schwert, weil ich glaube, das eine Pokémon, also auf jeden Fall kommen die Spiele am 18. November raus, wo ich mich auf jeden Fall darüber sehr freuen würde, wenn ich es auch am Ende schaffe, dieses Spiel zu spielen. Also würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, meine Friends. Und ich bin wirklich sehr gehypt. Ich freue mich sehr auf diese zwei Spiele. Und jetzt nochmal einen ganz guten Endfazit. Und danach ist der Part schon so zu Ende. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, zumindest bisher. Das sind übrigens die, ja, das sind die Pokémon, die das Spiel regieren. Oder so ein bisschen dieses Spiel regieren. Regieren, wollte ich sagen, genau. Und deswegen, ich bin mal gespannt. Ich habe nur gehört, dass die einen sehr, sehr, sehr langen Namen wieder mal haben. Also genauso wie auch Pokémon Schild und Schwert. Sollen die halt wieder so einen längeren Namen haben. Aber leider habe ich mir nur ganz kurz davon ein Video angeschaut auf YouTube. Weil ich weiß jetzt nicht mehr genau, leider, wie der Name von den beiden Pokémon ist. Aber ich denke mal, ich werde auf jeden Fall nochmal in die Kommentare euch schreiben. Dann, ja, ich könnte auch gestern mal nachgucken. Aber ich habe jetzt keine Lust, noch so viel Aufwand zu machen. Also von daher, ja. Ist auf jeden Fall die, ich bin mal gespannt, wie auch die Standard-Pokémon aussehen. Da bin ich auch mal gespannt, wie die mir überhaupt gefallen. Wir wissen das schon, dass ein Pokémon, dieses eine, wir wissen schon, wie die Standard-Pokémon aussehen, aber wir wissen noch nicht, welchen Typ, welchen zweiten Typ die halt haben. Wir wissen halt, Pflanze, Feuer und Wasser ist ja normal. Das ist ja eigentlich immer so bei den Standard-Pokémon. Ich bin mal gespannt, wie aber der zweite Typ überhaupt aussieht, von dem zweiten Typ. Ob der Wasser-Pokémon vielleicht einen Flugtyp hat oder vielleicht der Pflanze-Pokémon vielleicht ein Geist-Typ hat, gucken wir einfach mal. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Pokémon Kamisal und Purpur und ich hoffe, euch geht genauso, ob ihr Pokémon-Typ oder ein Fan seid, das könnt ihr für euch selber entscheiden und ob ihr auch mal diesem Spiel eine Chance gebt, weil viele haben Pokémon Challenge gehatet, was ich jetzt nicht verstehen kann, aber hat auch einfach einen bestimmten Grund, warum das Spiel gehatet wurde. Ich hätte das nicht verstanden, weil ich immer die Spiele sehr, sehr mochte und sehr viel Spaß hatte, privat und persönlich auch sehr viel Spaß hatte ich mit den Spielen gehabt. Ansonsten, das sind übrigens die, also, diese zwei Pokémon sind die legendären Pokémon von Pokémon Purpur und Kamisan. Das habe ich gerade nicht verstanden. Also nein, Pokémon Kamisan hat das Pokémon und Pokémon Purpur hat das Pokémon. Also Pokémon Purpur hat das Pokémon und das hat Kamisan. Na, Kamisan ist das, was halt rot ist. Und Popo ist halt lila, also ist das halt das lila Pokémon. Meine lieben Freunde, ich verabschiede mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal bei einem entweder neuen React-Video von mir oder auch ein neues, ganz brandneues Video von meinem Kanal. Wie gesagt, Pokémon Kamisan ist das rote Pokémon und Pokémon Popo ist das lila, etwas bläuliche Pokémon. Und ich freue mich schon auf 18. November, weil wir dann das Spiel auch zum Spielen werden, höchstwahrscheinlich. Ich würde sagen, meine Freunde, bevor es der Part länger wird, verabschiede mich jetzt ganz herzlich einfach bis zum nächsten Mal bei einer neuen Reaction. Wir sehen uns heute Abend noch wieder, wenn es wieder weiteren Content auf meinem Kanal geben wird. Also, meine Freunde, haut rein und tschüss, meine Freunde. Peace out und auf Wiedersehen. Ciao.